Moin Leute, heute ein neues Video von den Table Fighters, ein Unboxing vom neuen Lemon Wars Tech Command. Kommt ja heute raus, ist mit dem coolen neuen Maschinenseher. Ich hoffe, das Ding lohnt sich, weil das Modell sieht eigentlich schon sehr geil aus. Aber schauen wir mal rein, ob es dann auch wirklich so ist. Ja, als erstes fällt mir auf, der Aufbauplan von dem Techpriester ist an der Seite vom Karton. Finde ich irgendwie schon ein bisschen sehr komisch. Aber naja, was willst du machen? Gut, dann haben wir hier als erstes mal den Techpriester. Und was ich sagen muss, das Ding haut mich immer noch voll aus dem Hocker. Ich habe die alten Maschinenseher habe ich auch hier rumfliegen. Die finde ich eigentlich schon sehr cool vom Modell, aber der neue, der gefällt mir wirklich sehr. Diese Axt ist Hammer. Der Servoarm ist auch nicht schlecht gemacht, ja. Das ist das Ding, also dass der Körper aus zwei Teilen ist, das werde ich nachher mal gucken, wie das ist, weil ich werde den gleich noch aufbauen und euch hinterher das Ergebnis präsentieren. Dann hier der Servo-Schädel, finde ich, ist ein sehr cooles Detail. Finde ich sehr angenehm, den Typen. Ja, das Einzige, was mich wirklich stört an dem Modell jetzt, ist, dass der hier unten noch so ein komisches Weihrauchding einzeln hat und das sieht schon wieder sehr kriminell aus, um das gleich anzubringen. Ja, der Halter hier mit der Pistole, der ist noch recht groß und auch gut zu den Graten wahrscheinlich, aber dieses Weihrauchfässchen, das ist wirklich sehr ärgerlich wahrscheinlich gleich wieder. Sehr ärgerlich. Gut. Dann ist ja noch ein Zugehör-Gussrahmen für Kommandofahrzeuge dabei. Ja, ist ja eigentlich nichts Neues. Ist ja so, wie man den kennt. Der kam ja damals als Apokalypse rauskam, kam der ja schon raus. Diese drei Teile hier, vier Teile sind es sogar, sind für ein imperiales Fahrzeug. Die drei Teile ist für Elder-Fahrzeuge, ist halt alles mit drin. Die haben halt nicht nur die imperialen Klamotten mit reingepackt. Dann ist hier unten noch für Chaos-Fahrzeuge schöne Melter-Waffe. Und dann rechts noch für die Tau. Ja. Ist halt für die Imperialen, ist halt so eine Funkstation. Finde ich sehr cool. Der Aquila ist auch sehr geil. Ist ein schönes Upgrade-Ding, ist halt dabei. Beim Bausatz kostet er, glaube ich, einzeln schon 6 Euro, 10 Euro. Ich glaube, 6 Euro kostet das Ding einzeln. Und 6 Euro für den Kommando-Gussrahmen, 39 Euro für den Land Raider. Bleiben noch 15 Euro für den Techpriester über. Ist cool, da das aus Plastik ist. Lohnt sich auf jeden Fall, wenn man noch ein Lemoise braucht. Kann man sich kaufen. So, ja. Dann ist da halt noch ein normaler Lemoise drin, ne? Stinknormaler Lemoise, wie jeder kennt. Rumpf mit Ketten, mit einem Beuter. Ist bei beiden Varianten ja gleich. Bei beiden Lemoise-Varianten. Und dann hier noch der spezielle für den normalen Lemoise Kampfpanzer. Da ist halt, wie man sie kennt, hier die Executioner Maschinenkanone, Nova Kanone, ein normales Lemoise Geschütz, das ist Vanquisher Geschütz. Und dann halt die ganzen
Seitenwaffen, die kann man natürlich reinstecken, die halten so gut. Muss man nicht festkleben. Den Turm könnte man auch magnetisieren wahrscheinlich, ist aber ein bisschen komplizierter. Habe ich bis jetzt bei meinen noch nicht gemacht. Naja, das wird auf jeden Fall ein dritter Exterminator. Da kommt schön oben ein Standartenträger rein in die Kuppel, damit der halt zu meinem HQ passt. Freue ich mich jetzt schon drauf. Jo, dann war's das erstmal. Dann werde ich jetzt mal eben den Kollegen hier aufbauen. Der hat nämlich hier noch so ein tolles 32mm Base drin. Ja. Machen wir das mal eben. Gut, Leute. Der Techpriester ist aufgebaut. Hier. Ist wirklich ein richtig cooles Modell. Also, gefällt mir sehr. Auch er ist sehr detailreich und es lohnt sich wirklich, dieses Modell sich zu kaufen. Ich denke auch, dass er nochmal einzeln rauskommt, so dass man den nicht unbedingt mit einem Lemwas immer kaufen muss. Aber selbst wenn, er lohnt sich trotzdem. Naja. Das war's dann erstmal von mir. Kommt ja auch noch ein WD Weekly Video heute raus und ja, damit auch viel Spaß. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.